Und los geht's. Huawei Talk, unser neues Magazin, Folge 2. Auch diesmal wieder mit News zu neuer Hardware, Software und natürlich Hintergrundinformationen rund um Huawei. Los geht's. Ja, beginnen tun wir diesmal mit einem Thema, was wir in Folge 1 schon behandelt hatten, nämlich das Huawei Nova 10 Pro. Wir hatten es auf der IFA getestet, wir hatten das letzte Mal gesagt, leider keine Kaufempfehlung, relativ teuer vom Preis her. Gestern erreichte uns eine Pressemitteilung von Huawei, ja, das Nova 10 Pro kommt auch gar nicht. Ich zitiere mal den Rainer aus seinem Artikel vom Blog, schade, schade, Schokolade. Warum, weshalb, wieso? Hintergründe, wir haben es nicht. Vielleicht hat man auch bei Huawei erkannt, dass für 699 Euro für das Gerät einfach kein Markt in Deutschland ist. Dafür hat man aber neue Hardware in China vorgestellt die Woche. Ganz interessant, zum einen die Huawei Watch GT Cyber. Die Watch GT Cyber hat ein komplett wechselbares Gehäuse. Das heißt, nicht nur die Armbänder sind wechselbar, sondern das komplette Gehäuse. Man kann also das Display, das Uhrengehäuse rausnehmen und komplett in ein neues Armband mit Gehäuse einsetzen. Die Funktionsweisen, der Funktionsumfang ist ähnlich wie bei der Watch GT 3 Pro, also auch mit Blutsauerstoffmessung etc. Aber bietet halt ganz viele neue Designmöglichkeiten über das einfache Armbandwechseln hinaus. Finde ich gut, bin gespannt, ob das Ding auch nach Deutschland kommt. Bis jetzt war es aber so, kleiner Hoffnungsschimmer, dass Huawei seine Wearables schon global angeboten hat. Wir schauen mal, was die Zeit bis Weihnachten da noch bringt. Und noch ein neues Gerät hat Huawei vorgestellt, das Huawei Pocket S. Das Huawei Pocket S ist im Grunde ja, ein P50 Pocket in günstig, sage ich mal. Kommt mit einem Snapdragon 778G statt einem 888, aber auch hier nur eine 4G-Variante. Das heißt, wir müssen weiterhin auf Google Mobile Services und 5G-Chip verzichten. Daran hat sich nichts geändert. Was hat man noch gemacht? Beim P50 Pocket gab es die 40 Megapixel True Chroma Kamera, die 13 Megapixel Ultrawide und eine 32 Megapixel Ultraspektrum Kamera. Die letzte hat man einfach gestrichen beim Pocket S. Und ja, ich sag mal so, man hat sich auf Formfaktor und Foldable und nicht so sehr auf Kamera-Features fokussiert. Dafür kostet das Teil im Vergleich, P50 Pocket lag UVP ungefähr 1300 Euro. Das Pocket liegt umgerechnet, weil bis jetzt nur in China vorgestellt, bei 900 Euro. Auch hier wieder die Frage, ob es nach Deutschland kommt. Ich bin ehrlich gesagt skeptisch, aber schauen wir mal. Kommen wir zu einem Gerät, was Huawei jetzt aber endlich in Deutschland auch vorgestellt hat, das Mate 50 Pro. Es gab ein kleines Event, wir hatten schon mehrfach darauf hingewiesen, diesmal zuerst der Launch in China. In vielen Jahren davor war es ja so, dass der Global Launch wirklich zuerst Global, London, Paris, München stattgefunden hat und China, der Heimatmarkt, im Grunde später erst erfolgte. Jetzt mittlerweile aufgrund der Umstände auch absolut nachvollziehbar. Großer Launch auf dem Heimatmarkt und dann ja im Nachhinein kleinere regionale. Gerade dadurch, dass es so zersplittet ist, auch in Europa, Osteuropa, Südosteuropa, Western Europe, finde ich nicht gut. Hat auch zu vielen Nachfragen geführt, aber jetzt ist es endlich soweit. Das Ding ist verfügbar bei uns. Absolute State-of-the-Art-Technik, das heißt aktueller technischer Stand, wenn da nicht wieder das alte Problem mit den fehlenden Google Mobile Services und natürlich auch dem fehlenden 5G wären. Daran hat sich nichts geändert, auch nicht beim Mate 50. Braucht man nicht wieder tausendmal festzuhalten. Das ist einfach ein Problem und wer damit nicht klarkommt, der kann jetzt an der Stelle im Grunde schon ausblenden, wenn ich davon erzähle, dass Huawei ja inzwischen statt Leica
ihr eigenes Label X-Mage oder X-Mage oder wie auch immer es ausgesprochen wird, verwendet. Interessanter Faktor bleibt natürlich auch wieder bei Mate 50, der Fokus auf Kamera. Intelligente physische Blende, die in 10 Stufen einstellbar ist. Damit hat man auch gleich wieder den ersten Platz bei DxO Mark erreicht. Erste Eindrücke hat euch der Fabian schon auf dem Blog berichtet. Es wird natürlich auch wieder, wie gewohnt, ein ausführlicher Testbericht folgen und mit Sicherheit auch Kameravergleiche, die natürlich, aus gegebenem Anlass weise ich darauf hin, immer subjektiv sind und euch mit den Vergleichsfotos auch die Möglichkeit geben sollen, für euch selber zu vergleichen. Nicht unsere Meinung ist entscheidend, sondern jeweils eure eigene. Einfach nochmal zur Klarstellung. Apropos Leica, da war ja noch was, denn vor kurzem verschwanden plötzlich auf der Huawei Homepage die ganzen Geräte, die zusammen mit Leica vorgestellt wurden. Huch, was ist da los? Ja, gar nichts Schlimmes. Relativ normaler Umstand, würde ich jetzt mal sagen. Man hatte eine Kooperation, da flossen auch Gelder, da gab es auch Verträge. Die Kooperation ist ausgelaufen im Frühjahr. Und normalerweise ist es dann so, es gibt eine gewisse Übergangszeit und dann ist aber auch wirklich Schluss. Schluss bedeutet, dass man natürlich auch nicht mehr mit der Kooperation werben darf. Heißt hier im Klartext, dass Huawei die Geräte, so denke ich, einfach von ihren offiziellen Homepages, Werbeträgern entfernen musste, weil das so vertraglich vorgesehen ist. Sieht ein bisschen komisch aus auf der Huawei Deutschland-Seite, dass da überhaupt kein einziges Modell der P-Serie mehr ist. Witzig in dem Kontext auch, auf der Huawei Global Page sind die Geräte noch drin. Was ändert sich für euch als potenzielle Käufer? Nichts. Ihr könnt die Dinger nur nicht mehr direkt bei Huawei oder also im Huawei Online Store kaufen, aber bei Amazon, Mediamarkt, Saturn und wie die ganzen anderen Händler heißen, könnt ihr auch weiterhin die Geräte, die zusammen mit Leica entstanden sind, erwerben, solange sie da natürlich vorrätig sind. Und noch was Neues gab's mit dem Mate 50 Pro, nämlich EMUI 13. Huch, still, heimlich, leise. Wir können uns an Vorjahre erinnern, da wurden wir auf der IFA gerne eingeladen zu eigenen Events, wo man uns die neue EMUI-Version vorgestellt hat. Diesmal gab's nichts. Keine Ankündigung, keine Hintergründe. Es kam einfach mit dem Mate 50 Pro. Natürlich haben wir sofort nachgefragt, wie schaut es denn aus? Gibt es eine Roadmap? Gibt es einen Plan, welche Geräte jetzt noch versorgt werden? Kurze, klare, knappe Antwort, nein. Finde ich schade. Andererseits haben wir bei EMUI 12 gesehen, dass Huawei hier wirklich versucht, dieses Fehlen der Google Mobile Services ein bisschen zu kompensieren, indem man wirklich auch relativ alte Geräte mit EMUI 12 noch versorgt hat. Das hat viele Besitzer eines Mate 10 Pro, eines Mate 20 gefreut, die in vorangegangenen Zeiten da nicht mehr zum Zug kamen, weil normalerweise nach 2 Jahren Schluss war mit den Updates. Ja, ist diesmal kein Android-Update, das heißt die Android-Version bleibt dieselbe. Das ist einfach dem Google-Ban auch geschuldet. Man müsste mit ihrem UI dann neu lizenzieren, das funktioniert nicht. Aber zumindest hat man die EMUI-Funktion. Wobei auch da muss ich sagen, ist es mittlerweile schwierig. EMUI 12 ist nicht einheitlich auf Funktionen festlegbar. Es wurde da immer wieder nachgeschraubt, dann gab es ein EMUI 12.01, 12.1, es gab Funktionen, die wurden umbenannt. Ich muss ehrlich sagen, für mich ist es auch mittlerweile ein riesengroßes Durcheinander. Und wenn ich mir jetzt EMUI 13 anschaue und auch so ein bisschen vergleiche mit Harmony OS 3, welches ich seit ein paar Wochen auf dem Mate 30 Pro nutze, da sind wirklich kaum noch Unterschiede. Also der große Wunsch, oh, wann bringt Huawei Harmony OS global? Ich glaube, das ist gar nicht wirklich erforderlich, denn die meisten Funktionen, die haben wir jetzt auch mit EMUI 13. Wobei ich auch hier sagen muss, das gilt allerdings auch für Android 13, die großen Versionssprünge mit vielen neuen Funktionen, die auch offensichtlich sind, die sehe ich inzwischen nicht mehr. Irgendwann ist halt auch eine Software gut ausgereizt
Und es sind dann doch eher die Kleinigkeiten, die hier im Vordergrund stehen. Last but not least dann natürlich wieder der Ausblick. Was erwartet euch demnächst am Blog? Natürlich auch weiterhin Testberichte. Ich hatte schon gesagt, Mate 50 Pro kommt natürlich. Sicher auch mit Kameravergleich. Bei Watch D und MateBook X Pro 2022, was wir euch das letzte Mal hier vorgestellt haben und was wir auf der IFA auch schon kennengelernt hatten, warten wir weiter auf Testsamples. Wir fragen da regelmäßig nach, hochspannende Geräte, wie ich finde, aber wir haben nichts und können euch deshalb nicht mit weiteren Infos versorgen. Was ich aber noch habe, ist nochmal ein Test, was geht eigentlich ohne Google Mobile Services? Aus dem Bereich Smart Home, nämlich von Anker. Anker hatte ich auf der IFA getroffen, die haben mir auf Deutsch gesagt den A-Punkt-Punkt gerettet, weil ich das passende Ladegerät vergessen hatte zu Hause. Und in dem Kontext kamen wir ins Gespräch und ich habe mir einfach aus den zwei Sparten Sicherheit und Cleaning zwei Geräte besorgt oder hat Anker uns zur Verfügung gestellt von der Marke Eufy. Und ob die auch ohne Google Mobile Services gut funktionieren und wo vielleicht die Einschränkungen sind, das gibt es auch demnächst im ausführlichen Test. Ja, und das war's mit Folge 2. Kurz, knapp die wichtigsten Informationen. Wenn ihr Feedback habt, wie immer unter die Videos. Gerne auch Wünsche zur nächsten Folge, gerne Diskussionen zu den Themen, gerne auch, wenn ihr anderer Meinung seid. Wir versuchen ins Gespräch zu kommen. Wie immer dafür gerne auch unsere Social Media Plattformen nutzen. Und ja, ich sag ciao, bis zum nächsten Mal, euer Marco.